Hallo Naturfreunde, heute werden wir uns mal auf einen kleinen Wanderweg begeben in Richtung Fasanenschlösschen, welches in Moritzburg steht. Dazu müssen wir natürlich erstmal ein kleines Stück durch den Wald gehen und ich werde die Gelegenheit nutzen, um mal eine kleine Information über diese ganzen Teiche, die hier angelegt wurden, zu geben. Also auf Veranlassung Herzog Georg des Bärtigen wurde Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts im Friedewald mit der Anlage künstlicher Teiche zur Fischzucht begonnen. Die hier verbreiteten vorkommenden Buchenwaldgebiete boten dafür günstige Voraussetzungen. Die Teiche werden durch Niederschlagswasser gespeist und deshalb Himmelsteiche genannt. Sie sind terrassenförmig angelegt, so dass beim Abfischen das Wasser immer in den tiefer gelegenen Teich ablaufen kann. Bereits Ende des 16. Jahrhunderts werden 42 Teiche nachgewiesen. Die Bauern mussten auf fürstlichen Befehl die Teiche anlegen und unterhalten. Ihnen wurden nur bescheidene Rechte wie Viehhaltung, Viehtränke und Schilfernte eingeräumt. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Teichflächen verkleinert. Heute gibt es 22 Teiche mit 340 Hektar Gesamtfläche. Aus 20 Teichen werden durchschnittlich 200 Tonnen Fisch geerntet. Das ist der Weg zur Waldschenke. Kurfürstliche Waldschenke. Direkt mal ein paar Leute da. Naja, gut, bei dem Wetter ist klar. So, da schauen wir mal, ob wir hier noch was entdecken können. Das war ja mal ein Wasserspiel. Leider nicht in Betrieb, weil beim Frosch ist das Maul abgebrochen. Und dort ist beim Fisch das Maul weg. Da hinten, der ist noch in Ordnung. Alles kaputt. Für sowas ist scheinbar überhaupt kein Geld daher. In diesem Staat.
lassen wir hier rum. Sitzen Chinesen. Diese herrliche kleine Bäume hier. Unglaublich. Ein Astwerk verkrebselt und verkrapselt, das ist unklar. Hallo. So, jetzt müssen wir noch mal hier rein, weil das ja nicht geklappt hat. Der Kollege, der sehr freundlich war und hier so einen Krach gemacht hat. Also, gibt's unglaubliche Bäume.
mit einem Astwerk, die vollkommen verkrezelt und verkrapselt sind, die sich in jede Richtung hier verbogen haben. Also das ist schon erstaunlich, wie sowas geht. Ach, das hier oben. Gut, wenn er jetzt wieder kommt und wieder Krach macht, hau ich lieber ab. In jeder Ecke ein Hirsch. Eine Schildkröte, aber mit ganz komischen Füßen. Noch mal zwei Schönheiten. Ein absolut sattes Grün. Da gibt es tatsächlich wieder Fasane. Es war sehr lange gar nichts. Aber die Maschen sind so eng. Das kriegst du kaum hin. Früher war hier mal alles voll. Naja. Vielleicht wird's wieder.
der ersten Frösche, die ich dieses Jahr höre. Es geht los. Da unten kämpft einer. Mit sich oder was anderem. Auch ganz schön kaputt. Naja. Ja, das schmeckt noch. Dort hinten sind aber Leine noch mit dabei. Wieder zwei rumgelegen. Zwei Rehe. Das hätte ich's gewohnt.